Grüße und herzlich willkommen zurück zu Let's Play World of Warcraft. Im letzten Part habe ich, naja, ein paar Themen angerissen, so wollte ich das sagen. Und zwar einmal, naja, dieser Sturm, der da im Ruhrgebiet war. Ach, da ist wieder mein damaliger Mentor des Tankens. Der Boneseeker. Krasser Hexer damals, aber das hatte ich ja schon gesagt. Naja, auf jeden Fall, ja, dieser Sturm, der da über Nordrhein-Westfalen zog. Und der Witz ist ja die Raid-Leitung und der halbe Raid-Stamm, der kommt aus Düsseldorf. Das ist ja der Witz daran. Das war schon, naja, es ist erstaunlich irgendwie. Und ich komme ja aus Halle. Am anderen Ende Deutschlands. Und wir hatten ja im letzten Jahr ein Gildentreffen und da bin ich schön mit den Regionalzügen 7,5 Stunden lang nach Düsseldorf gefahren. Weil du irgendwie 3 Stunden nach Hannover gefahren bist, 2 Stunden dann nach Minden und dann aber 2,5 Stunden von Minden nach Düsseldorf. Ich sage euch, das war ein Genuss. Ich meine, mich stört ja sowas nicht. Ist ja kostenlos für mich. Und das sogar legal, dank des Schwerbehindertenausweises. Weil ich halt, naja, einen Grad der Behinderung von 100 habe aufgrund meiner Augen. Ja, man muss es auch mal zum Vorteil wissen. So, brauchst du den? Anscheinend. Den will ich auch gar nicht. Ich will den anderen. So. So, musst du? Nein, musst du nicht, anscheinend. Okay. Dann heißt es hier erstmal auf den Mob warten. Das ist stellenweise das Problem an diesen Gebieten. Anscheinend doch. Musst du den hier töten? Moment. So. Musst du den Tollkühlen... So, fragen wir ihn mal, nicht, dass wir uns gegenseitig den Mob wegschnappen. Mal gucken, ob er antwortet. Okay, keine Antwort ist auch eine Antwort. Ich meine, ich frag ja nur, ich will ja nicht... Ach so. Okay, er ist nur zum Farmen hier. Alles klar. Okay. Zum Farmen? Was willst du ja farmen? Okay, ich könnte es ihn ja fragen, aber... Na gut. Hier, erstmal so die Antwort. Ach ja, okay. Stoffe. Naja. Ja, okay, was sollte man hier sonst farmen? Humanoide. Droppenstoffe. Das ist klar. Aber der Mob, der könnte mal wiederkommen. Hallo, lieber Mob. Ja. Zögerst du es mal vor, wiederzukommen, lieber Mob? Anscheinend nicht. Und... Ja, was könnte ich denn mal ansprechen? Den LFG, also das Gruppensuche-Tool. Den Dungeon-Browser sozusagen. Ein Werk Maltes, ein diabolisches Werk, wie Barlow so schön sagte. Ja, Malte lacht im Hintergrund. Ach nee, das war beim DK. Aber, naja, der gute Barlow. Was wären wir ohne den guten Barlow? Einige Blocks ärmer. Das kann man festhalten. Und, ich meine, er hat ja recht. Aber was man so manchmal für Erfahrungen da macht im LFG, also im Gruppensuche-Tool, das ist schon erstaunlich. Oh, das war gekonnt. Yay. Schön überlebt. Ja, auf jeden Fall. Ich habe da schon einiges erlebt. Also ich meine, es gab in Ankerhead, da gab es ja diese Spinnen, die da 80% des Lebens geraubt haben. Auch bei einem ICC 25er Equipment Tank sind es immer noch 75 oder 80%, die da verschwunden sind. Und das machte bei 65k Life auch schon einiges. Naja, auf jeden Fall, das war ein fixer Wert. Also wenn du nur noch 25% deines Lives hattest, haben die ja trotzdem den Betrag von 80 oder 75% deines maximalen Lebens abgezogen. Also beim zweiten Treffer warst du down. Und ich wusste das aber nicht. Bin da halt in die Inni. Und da war so ein Tank-Droide von der Gilde Massacre in Our Town. Dachte ich mir schon, ja, toller Gildenname. Und da habe ich dann mich gewundert, warum er so viel Leben verliert. Und was bekam ich als Antwort zurück? Ja, und du bist zu dumm zum Counterspellen. Dachte ich so, ja, okay, wieso? Weil ich da halt nicht wusste, dass ich deren Zauber unterbrechen bzw. kicken musste.
Na, okay. Und dann geht das halt so, naja, weiß ich nicht. Die Gruppe ging ohne Worte weiter und irgendwann wurde ich gekickt. Einfach so. Oder da war ich mal mit einem Schurken unterwegs. Ja, machen wir das so. Erlebnisse im LFG. Da war ich mit einem Schurken unterwegs. Und da hat sich einer aufgeführt wie sonst was. Und. Ne, warte mal, wie war denn das? Auf jeden Fall haben die mich dann am Ende gekickt. Der Tank, der hat sich aufgeführt, hat den Heiler beleidigt und so. Und da habe ich gesagt, ja, der Heiler kann ja nichts dafür, wie wenn du ohne Rücksicht auf Verluste vorstürmst und der Heiler kein Mana hat und du stirbst. Und dann hat er da mit mir diskutiert und dann hat er gesagt, jetzt kickt entweder den Schurken oder mich und dann dürft ihr euch einen neuen Tank suchen. Naja. Das Dumme war nur, dass die Leute so blöd waren und haben das als, also haben das, haben sich davon unter Druck setzen lassen. Die haben mich gekickt, obwohl ich im Recht war. Also, das muss man sich mal überlegen. Da wirst du gekickt, weil du im Recht bist? Okay. Oder Oculus. Oculus war das Beste überhaupt und ich weiß nicht, warum hier dieses eine Symbol immer fehlt. Naja, ist ja egal. Wo habe ich denn diesen Arkanen Strom? Den muss ich hier wieder hinpacken. Den habe ich irgendwie rausgeschmissen. Der muss doch hier irgendwo sein. Arkaner Strom. Ja, wir brauchen noch gar kein Symbol. Irgendwie ist die Anzeige gerade ein bisschen buggy, oder? Okay, es funktioniert. Wird mir aber nicht angezeigt. Naja, warum auch immer. Ich weiß ja, dass es dort ist. Hier muss doch irgendwo das Fragezeichen jetzt sein. Ach, hier drin. Dann sollte ich mal dort reingehen. Ja, hier haben wir das Fragezeichen. Alles klar. Naja, was haben wir noch so Schönes erlebt? Genau, Oculus war das Beste. Da konnte sich erstens keiner drin orientieren und diese Quest werden wir nicht machen. Denn hier müssen wir ein paar. Oder? Moment. Ja, hier müssen wir halt irgendwie Mats besorgen. Und ich glaube, eins davon war ein Silbermond. Da renne ich jetzt nicht hin. Das ist jetzt nicht Sinn und Zweck dessen. Wie viele Mats habe ich denn eigentlich? Arc Inventory, da habe ich das meiste hier so eingeteilt in Kategorien. Aber halt nicht alles, wie ich gerade feststelle. Und zu jedem neuen Addon, naja gut, da muss man halt die Mats dann auch dort wieder einsortieren, aber das ist ja auch nicht das Problem. Und ich sehe, da kann ich noch einen Kreuzer einsammeln. Das werde ich mir auch gleich schnell holen. So, was haben wir noch für Ergebnisse oder Erlebnisse? Ja, am besten sind da wirklich Tanks, die gar nicht im Tankspec reingehen, die halbe Indie pullen und sich dann aufregen und wirklich so, Heal, Fragezeichen, Fragezeichen, scharfes S. Das ist dann echt so. Und du heilst wirklich alles, haust alle CDs raus und er pullt und pullt und pullt. Am besten kommt da noch eine Mobgruppe, die stunt, fiat, was weiß ich alles. Und da denke ich mir so, lieber Tank, dir sollte klar sein, dass ich gerade nicht heilen konnte, weil ich gefiert war. Ich hatte alle CDs gezündet, genau, gezündet. Und trotzdem warst du nicht heilbar. Also, anscheinend könnte man auch deinen Verstand nicht heilen. Oder so. Oder am besten war das Anfang Kataklysm. Da waren ja die Hero-Innies wirklich ein bisschen heroischer als heutzutage. Oder heroischer als in Wrath of the Lich King. Zwar nicht so heroisch wie in The Burning Crusade, aber da gab es dann Tanks, die hatten, was weiß ich, 359er Ausrüstung, richtig viel Life. Aber die waren stellenweise schwieriger zu heilen als irgendwelche Blau-Equipten, die da durch die HCs gegangen sind. Und das Problem war, viele waren immer noch so Hand in der Hose, also eine Hand in der Hose und dann einfach mal so ein bisschen Brain-AFK-Face-Roll, irgendwelche Tasten drücken, aber du musstest da ja schon aktiver Schaden mitigieren. Oder halt Schaden vermeiden. Und das haben die aber nicht eingesehen. Und das Ende des Liedes war, dass die halt gerne mal umgekippt sind, obwohl ich alle Heals drauf hatte. Also alle möglichen Hots zu meiner Heal-Dudu-Zeit. Das war nicht mehr feierlich. Also,
Und die haben dann immer noch am meisten rumgeflamed. Aber gut, wenn sie dachten, sie wussten es besser, ich ließ sie sterben. Denn Resen kostete weniger Mana als heilen. Oder ganz lustig sind dann die, die dann mit Absicht irgendwas pullen, aber das nicht einschätzen können. Ich meine, wenn ich irgendwas pulle, gut, aus Versehen kann es ja jedem mal passieren. Das ist mir auch schon mal passiert. Kommt vor, naja gut, dann kommt doch mal ein Wipe zustande oder was weiß ich. Ja, shit happens. Passiert. Aber Leute, die dann so mit Absicht irgendwie was pullen. Naja, was soll's. Und die gesteigerte Form des LFGs ist der LFR. Der LFR. Ich meine, vor allem, das müssen Leute sein, die das manchmal mit Absicht machen. Du wartest eine Stunde, um einen Invite zu kriegen. Und da gibt es immer noch dieses Massenphänomen oder diese Kettenreaktion. Sobald einer die Gruppe verlässt, ist es wie wenn eine Frau aufs Klo gehen muss. Da folgt die zweite automatisch und am besten noch die dritte mit. Ich weiß nicht, warum. Also, da lief am besten der Tank die Gruppe. So, der zweite Tank geht dann auch und dann stehst du da. Aber merken die dann nicht, dass man da noch ewig warten muss? Also, ich meine, man muss da auch mal ein bisschen mitdenken. Also, das Verhalten, was ich an den Tag lege, hat ja auch Konsequenzen. Und dann ist es ja so, dass ich die anderen Leute warten lasse. Das ist genauso wie im LFG, wenn dann der Tank auf einmal geht. Bestes Beispiel war damals im Oculus. Jemand hat Oculus gesehen, okay, hat gleich wieder die Gruppe verlassen. Wo ich mir dann auch so dachte, ja, du wärst schneller gewesen, hättest du mit uns einfach die Gruppe gemacht, das wäre mal so ein soziales Verhalten gewesen. Kennen anscheinend nicht mehr viele, aber gut. Wenn die das auch im echten Leben so machen, dann weiß ich, dass sie nicht besonders weit kommen. Und wenn sie es weit schaffen, dann sind sie trotzdem unbeliebt. Ich meine, es ist halt ein MMORPG. Gut, man kann vieles solo machen. Ja, das sehe ich ja auch ein. Dass es gar nicht mal schlecht ist, manche Dinge solo machen zu können. Aber es lebt davon, dass man Dinge gemeinsam macht. Ach, da war ein anderer Schurke. Hallo, anderer Schurke. Ja, man sieht sich halt untereinander so ein bisschen, wenn man nah genug dran ist. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, Jäger sind manchmal auch so wie halbe Schurken. Bloß Fernkampf, Spezialisierung mit Pet dazu. Ja, so kommt mir das manchmal vor. Aber na gut, Jäger sind nun mal Jäger. Oh, wir könnten bald einen neuen Level-Up erreichen, sehe ich. Ja, viel fehlt nicht mehr. Ja, wir erhalten normale Erfahrung, das ist klar. Das sieht man, weil das hier so lila ist. Und irgendeine Erzprobe hatte ich hier noch übersehen oder noch nicht eingesammelt. Ach ja, besudelte Erdproben. Da habe ich noch ein paar übersehen. Okay, und dunkles Gespinst muss ich auch noch erledigen. Da kommen wir gleich noch zu. Also wie gesagt, dieses, dass da Leute einfach mal die Gruppe verlassen, anstatt einfach mal den LFR durchzumachen, ist für alle am schnellsten. Weil manchmal ist es nichts als ärgerlicher, wenn du vom ersten Boss vielleicht noch was brauchst. Und dann, schön, du kommst zwar in eine neue ID, aber. Nee, Quatsch, du kommst zwar rein, aber da liegen schon die ersten zwei Bosse, denke ich mir so. Ja, ich wollte aber zum ersten Boss. Ich meine, das Gute ist ja wenigstens, dass du danach, naja, garantiert eine neue ID bekommst. Das ist ja schon gut. Aber dann musst du ja trotzdem noch zweimal rein und das ist manchmal eine Stundenaufgabe. Also das Krasseste, was ich schon hatte, war, dass ich im vierten Teil des LFRs, also bei der Untergang oder Niedergang, wie das hieß, Alter, auf jeden Fall mit Garrosh Höllschrei oder Hellscream, habe ich schon erlebt, dass ich da 2 Stunden drin war. Naja. Und ich meine, das Problem ist, die fangen irgendwann an, mit steigendem Gear solche Brain-AFK-Taktiken zu machen, die in den meisten Fällen auch nicht gut gehen. Also alles geknubbelt. Ja gut, wenn man das machen kann, ist ja schön und gut, aber dann gibt es halt auch noch die Leute, die dann trotzdem die anderen Mechaniken nicht beachten, wie zum Beispiel die Übernommenen rausholen oder sowas. Gibt es ja alles. Oder genauso im LFR, wenn man im LFG, wenn man dann denkt, ach, man kann irgendwelche Bosse austricksen.
Und wie Barlow auch hatte ich die Erfahrung bei Hadronox. Na, sag schon. Nee, nicht Nexus hier. Azol Nerub. Das war so der Bringer. Wenn du da bei Hadronox bist und der wirklich durch die Vergiftung sich heilt, andere heilt. Nee, Quatsch, durch das Ableben anderer oder wenn die Schaden bekommen oder wenn die Schaden auf einen machen, sich heilt. Da hinkst du da elendig lange. Ach komm, bevor die Erde hier nicht weiter respawnt, gucken wir mal weiter. Wir müssen ja noch diese dunklen Gespinste erledigen. Machen wir das doch mal auf die Schnelle. Da sind wir doch ganz helle. Nee, und ich denke mal, der LFR bzw. LFG hat mannigfaltige Erfahrungsschätze bereit. Und ich bin mal auf eure Erfahrungen im LFG/LFR gespannt. Ihr habt da bestimmt auch schon die eine positive wie auch negative Erfahrung gemacht. Also ich bin da wirklich einer. Ich meine, ich setze ja nicht voraus, dass die Leute die Bosse kennen. Das ist halt LFR, ne? Und dann bin ich aber auch dazu bereit, denen das zu erklären. Also wenn die das dann auch umsetzen, sag ich mal, wenn ich sage, okay, so, wenn dies kommt, dann musst du darauf achten. Dann mache ich das auch. Ich meine, wie gesagt, das ist ein Community-Spiel, wo man sich auch gegenseitig hilft. Das mache ich dann auch. Da habe ich auch kein Problem mit. Also das ist mir auch nicht peinlich, sondern ich erkläre das dann. Wo ich dann nur ein bisschen zickig werde, ist, wenn es Leute gibt, die sich da auch nicht belehren lassen. Am besten sind das die, die sagen, ja, ich kann das und dann am besten noch failen. Ich meine, gut, im LFR gehe ich auch nicht aus jeder Schadensquelle heraus, weil ich weiß, die überlebe ich. Oder bei, na, sag schon, bei General Nazgrim, da mache ich auch in einer Verteidigungshaltung Schaden, da kriegt er zwar immer mehr Energie oder Wut und macht dann irgendwann diese Verheerer. Aber ich meine, diesen fünf Verheerern, den kann man auch noch ausweichen. Deswegen, ja. Oder, was auch immer lustig ist, es müsste getrennte Erfolge geben, dass man sieht, okay, derjenige hat nur Flex, derjenige hat das. Obwohl es dann am Ende auch nicht immer ein Garant dafür ist, dass der, diejenige dann unbedingt auch die Erfahrung hat. Es kann ja auch sein, dass man sich da durchziehen lassen. Aber im Flex macht man manchmal auch schon lustige Erfahrungen. Aber ich werde ja beim LFG bzw. LFR bleiben. Und das Beste ist, da gibt es Leute. Oh ja, bestes Erlebnis. Da war ich mit einem Heal-Shami drinne. Und bei Brunnen der Ewigkeit, bei Königin Azshara. Yay, Level 14. Oh, zwei Hexen. Yippie-yay, endlich. Kann ich endlich ein bisschen schneller zuhitten. Zuhitten? Zuschlagen. Zuhitten klingt ein bisschen komisch. Hitten-Gaudi. Yay. Nein. Bestes Beispiel dafür war das. Ich brauchte unbedingt diesen Heal-Kolben, um damals in den LFR für Drachenseele zu gehen. Da war ein Tankpaler. Ich dachte mir so, gut. Tankpaler, der braucht das nicht. Kein anderer, der das gebrauchen könnte. Also wird mir der Loot sicher sein. Und dann sind wir bei Königin Azshara und es ist einfach so. Es gibt zwar kein Gesetz dafür, aber das ist argumentativ richtig. Ich bin als Heiler da, also habe ich gefälligst First Need auf Heiler-Items. Das ist einfach so, da gibt es keine Widerrede. Das ist so, das sagt einem der Verstand und das ist richtig so. Das ist auch richtig, weil ich das so sage. Klingt arrogant, es ist aber richtig so. So, und dann würfelte der Tank auch Bedarf. Und da habe ich gesagt, sorry. Ich bin der Heiler und ich brauche dieses Item. Meinte er kackendreist, ja, hier, ich brauche das für mein Second Equip. Meinte ich argumentativ richtig, ja, ich bin hier aber der Heiler und ansonsten muss gefragt werden, ob man das Item braucht. Alles andere ist argumentativ schon falsch. Tja. Und dann meinte er, ja, man kriegt als Tank sowieso wenig Lob oder was weiß ich. Und dann ist er einfach gegangen. Mit meinem Heilerkolben. Wohlgemerkt. Naja, was soll's. Kann man halt nichts machen. Gibt halt Leute, die haben das soziale Verhalten nicht erlernt irgendwie. Was, woher kommt das? Also ich meine, was gibt es da für Gründe? Anscheinend der Schutz der Anonymität. Aber
Ich habe stellenweise ein Elefantengedächtnis. Stellenweise merke ich mir dann wirklich, welche Leute das waren. Und deswegen, man sollte das nicht so auf die Spitze treiben. Ich kann mir das stellenweise echt gut merken, wer da mal Mist gebaut hat. Ja, viele suchen halt den Schutz. Aber ich meine, darüber kann ich mich ja noch im anderen Part auslassen. Wir haben jetzt hier erstmal ein bisschen was wieder eingesammelt und ein paar Quests erledigt. Was ist das denn hier für eine? Ach du Hilfe. Diesen Frachtbrief, den muss ich noch zurückbringen. Oh Gott, da muss ich mir ein gutes Thema ausdenken, oder überlegen, um dieses Rumgefliege zu überquasseln. Das schaffe ich schon noch irgendwie. Schaffen wir. Und ich werde aber diesen Part an dieser Stelle beenden. Die Quests werde ich im nächsten Part abgeben. Und an dieser Stelle hoffe ich, euch hat dieser Part gefallen. Fürs Zusehen danke ich euch allen. Und deswegen sage ich, im nächsten Part von Let's Play World of Warcraft sieht man sich.